Moin, wir sind heute in Frankfurt bei Leos Hotpot. Ich habe einmal in Hamburg schon Hotpot gegessen. Das war super lecker, aber ich habe geschwitzt wie Sau. Der Tisch steht voll mit ganz vielen leckeren Sachen. Fleisch, Garnelen, Dumplings, selbstgemachte Nudeln. Ich habe mich für die scharfe Suppe entschieden. Ob das eine gute Idee war, das sage ich euch später. Aber ich habe richtig Bock, das jetzt wegzusnacken. Klassisch chinesisch starten wir erstmal mit einem leckeren Aperol Spritz. Der geht nämlich immer. Dann ging es ab zum Soßenbuffet. Erdnusssoße, Sesamöl, Chiliöl und reichlich Grünzeug. Dann war auch schon der Robby da und hat uns die leckeren, frisch gemachten Nudeln, Rice Cakes, einen richtigen Blumenstrauß hier voller Salat gebracht. Ich fand's eine kluge Idee, die Brühe zu testen. Oh ja, die ist spicy. Jetzt schmeißt ihr zum Garen einfach eure Lieblingszutaten ab in die Suppe. Ich habe hier Rice Cakes oder Fleisch, das wird einfach für ein paar Sekunden eingedippt. Ihr zieht es wieder raus und dann ist es direkt durchgegart. Mm. Also Notiz an mich selber. Wenn die da draufschreiben, das ist scharf oder es ist nur pikant, dann ist das scharf. Ich bin hier ganz schön am Schwitzen, aber das schmeckt absolut köstlich. Und zum Glück gibt es hier auch reichlich kalte Früchte, um das Ganze wieder runterzukühlen. Wir kommen auf jeden Fall gerne wieder. 110 € für zwei Personen sind zwar nicht günstig, aber geschmeckt hat es absolut.